herzlich willkommen zu Meet the Speaker. Die Idee ist jetzt, dass ihr drei euch nochmal kurz vorstellen könnt, erzählen könnt, was ihr so macht, woher ihr kommt. Und es gibt dann auch ein paar Fragen aus dem Chat, die würden wir euch dann stellen. Also, wenn da irgendjemand etwas erzählen will, was er im Vortrag noch nicht von sich preisgegeben hat, ein bisschen Werbung machen, vielleicht ja GitHub-Repositories-Name bewerben, dann bitte. Möchtet ihr anfangen? Ich glaube, fangen wir mit. Alphabetisch, ne? Oder ja, oder Dominik, oder so wie wir waren, glaube ich, oder? Ich fange einfach an. Ja, hallo, Ja, ich bin der passt. Dominik. Ich bin SAP-Berater bei der Intense AG. Meine Hauptdomäne ist Utilities. Wie ihr seht, beschäftige ich mich viel mit ältlichem Code und wie wir diesen besser machen können. Das ist so über die Jahre mit Steckenpferd geworden. Ansonsten bin ich bei uns intern der Leiter der Produktentwicklung. Also wir machen auch Softwareprodukte, die wir ausliefern. Und mein zweites Steckenpferd, das ich sonst noch habe, ist, dass ich gerne so agile Themen mache. Ich mache gerne agile Workshops, Spiele und alles, was so um das Teamthema und um Softwareentwicklung herum wabert, weil gute Entwickler sind gut, aber sie müssen auch als Team funktionieren und dafür trage ich gerne Sorge. Ja, Danke sehr. mein Name nochmal Timo John. Wie gesagt, bin jetzt 41 Jahre, auf der kurzen Schwelle zu 42. Ich habe eine Familie mit zwei Kindern und das war für mich damals so der Grund, aus der Beratung wegzugehen, in der ich groß geworden bin. Bin dann lange Jahre als Inhouse-Berater oder als Inhouse-Softwareentwickler und Teamleiter unterwegs gewesen. Das ändert ja den Fokus doch mal komplett, wenn man wirklich sagt, das ist in Anführungsstrichen mein System oder von meiner Firma. Da läuft man ein bisschen anders um den ganzen Code drumherum, wie als wenn man als Berater einfach unterwegs ist. Da sagt man, ich erklärt dem Kunden, ob er A, B oder C haben will. Und wenn er sich dann entscheidet, dann nimmt man das ein bisschen mehr hin, so zumindest meine Erkenntnis, als wenn man das als Interner macht. Und wir haben das vorhin im Chat auch gesehen, deswegen ist es umso wichtiger, dass die internen Kollegen sich auch weiterbilden und auch mit den Beratern auf Augenhöhe mitdiskutieren können und auch ihren Fachbereichsleuten sagen können, was so wichtig gerade auch an diesem Thema Software testen ist. Von extern wird es, denke ich, immer angeboten in Projekten dann aber gerne vernachlässigt, weil am Ende ist Zeit ja einfach wieder alles. Und das ist so die Ecke, wo ich gerne hin möchte, den Leuten wirklich zu zeigen, ihr dürft nicht immer nur die Features jetzt sehen, sondern ihr müsst das über einen längeren Zeitraum sehen. Und Dominik, du kennst das mit Sicherheit mit deiner Produktentwicklung. Wenn man so ein Produkt an den Start bringen will, ist es ganz, ganz wichtig, dass man diese Robustheit halt einfach hat und nicht wieder merkt, dass man irgendwas kaputt macht. Mache ich weiter. Ich bin der Frank von der Software AG, bin jetzt seit ja, gut 1,5 Jahren Vorstand der Software AG, habe tatsächlich 1996 bei der Software auch angefangen als ABAP-Entwickler. Release 2.2 war es, glaube ich, damals, also von R3 noch, ne? Auch R2 habe ich noch gesehen zumindest, ja, also man hatte Zeiten damals im Vergleich zu heute. Und bin jetzt natürlich durch meine Tätigkeit als Vorstand weniger am Entwickeln, was ein bisschen schade natürlich ist. Bin jetzt viel im Vertrieb auch tätig, wenn es darum geht, unsere Add-on-Lösungen an den Mann zu bringen. Und wir haben sind schon über 10 Jahre jetzt auch angefangen, eins unserer Add-ons in der Formularentwicklung für Formulare zu entwickeln. Und da hast du natürlich auch einen ganz anderen Fokus, wie wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, ein Programm für einen Kunden schreibst, ja, logischerweise. Und das Thema Robustheit, was der Timo gerade angesprochen hat, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und was ich in meinem Vortrag gezeigt habe mit dieser Layout-Container-Findung, das ist eben essentiell für unser Produkt. Und ich bin da echt froh, dass wir mittlerweile über die Jahre die Unit-Tester so eingebaut haben, weil du kannst eben heute sagen, okay, selbst wenn wir mal einen Fehler entdecken oder irgendwas zweifeln, wir können die Dinge immer wieder laufen lassen und es gibt dir einfach so ein sicheres Gefühl, wo du denkst, ach, alles geht noch, ja, oder zumindest alles, was wir uns schon überlegt haben und das ist mittlerweile sehr, sehr viel. Perfekt, danke. Ja, Timo, wolltest du noch was sagen?
Dominik, vielleicht auch, könnt ihr mal was zu dem Volumen sagen, wie viel Unit-Test ISO für eure Produkte grobe Hausnummer habt? Weiß ich ehrlich gesagt nicht auswendig, weil ich sie nicht schreibe mehr in Persona die meiste Zeit. Ich kann nur was aus einem Projekt berichten, bei dem ich bei einem Kunden unterwegs war. Da hatten wir so eine kleine Klasse, die war relativ essentiell. Für das Ding habe ich allein, ich glaube, 74 Akzeptanztests geschrieben. Warum? Weil das Ding so beknackt, kompliziert und wichtig war. Und natürlich war dann Go Live und es gab das 75. Szenario. Kein Fachbereich der Welt wird 74 Szenarien irgendwie durchtesten können. Und da war die Lage halt entspannt. Das, was Frank sagt, seit ich Unit-Tests habe und ich versuche, das durchzuziehen, schlafe ich so viel ruhiger und bin so viel entspannter bei Produktivsetzungen als zuvor. Allein deswegen kann ich es eben Entwicklern nur aus Selbstschutz, nenne ich es mal, ans Herz legen. Ja, und auch diese Mail, die ich vorhin kurz gezeigt habe, die kommen, wenn wir einen Fehler in unseren Unit-Tests haben, die kommt eigentlich nie. Also auch das, ich meine, das nimmst du ja gar nicht mehr wahr, weil du es nicht, weil keine Mail mehr kommt. Ne? Aber wenn doch mal eine kommt, dann weißt du sofort, okay, dann müssen wir mal gucken. Ne? Und meistens hat dann vielleicht irgendjemand, keine Ahnung, mal was probiert und hat es vergessen zurückzunehmen oder so. Aber du wirst aktiv darauf hingewiesen. Ne? Und auch das gibt einem so ein bisschen ein sicheres Gefühl. Also zu der Anzahl, wenn du jetzt da irgendeine Prozentzahl hören willst, wahrscheinlich ist es, wenn man jetzt unser ganzes Produkt anschaut, doch relativ gering, diese Prozentzahl. Aber gerade in den kritischen Bereichen ist es, finde ich, umso wichtiger. Und ich habe eben neulich ein Video von jemandem angeguckt, der dann gemeint hat, eben im Java-Umfeld, es sind zu viele Tests. Der hat dann eben gemeint, dass diese Unit-Tests auch Wartungsbudget immer wieder auffressen, weil sie die Unit-Tests anpassen müssen. Aber ich glaube, davon sind wir eben im ABAP-Umfeld noch ziemlich weit entfernt, dass das wirklich, wirklich eine Rolle spielt. Ne? Ich glaube, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie man seine Unit-Tests baut und ob man solchen Sachen hinterherhechelt wie 100% Testabdeckung. Mhm. Was ich jetzt nicht tue und auch nicht empfehlen würde. Und je tiefer die Unit-Tests halt sitzen, steigt halt auch die Chance, dass ich was Kleines ändere und dann ziemlich viel anderes ändern muss. Wenn ich sie draußen an der API ansetze oder weiter außen im Callstack und wirklich nur fachliches Test und nicht diese Methode wurde dreimal aufgerufen oder sowas, dann habe ich eine geringere Änderungswahrscheinlichkeit, macht das Ganze stabiler. Also ich würde auch die Unit-Tests, die ich heute gezeigt habe, würde ich teilweise löschen, einfach weil sie durch andere Tests schon mit abgedeckt sind. Das sind teilweise doppelt. Da habe ich kein schlechtes Gewissen dabei. Ich habe ein Versionsmanagementsystem. Ich wiederhole. Stimmt. Wir haben vorher eine Frage gehabt, ob wann das alles funktioniert. Wir haben Sachen gesehen, die gingen erst mit HANA 17.9. Wir haben aber jetzt gerade Sachen gesehen, die sind schon mit 47 möglich. Und da ist immer die große Frage oder die große Angst oder das Problem, wie fange ich an? Habt ihr da vielleicht einen Tipp, wie einer, der vielleicht noch nicht mit ABAP Units gearbeitet hat oder nur die Schönwetter Ausbildung gehabt hat, wo eine kleine Klasse, definierte kleine Ding da war, wie man quasi mit Legacy Code so anfangen kann, dass man sie in Unit Tests einarbeiten kann und dann auch immer mehr Unit Tests benutzen kann. Ein Vorschlag ist dann eine Technik, die heißt Sprout Method oder Sprout Class. Das heißt, ich habe irgendwo, keine Ahnung, 300 Zeilen Code und da muss ich jetzt was Neues reinpacken. Und dann mache ich jetzt da nicht die 301. Zeile Code rein, sondern den neuen Code, den lagere ich an eine Klasse aus, wegen mir eine statische Methode erstmal wurscht. Und genau dieses Stück teste ich automatisch. Und der Rest bleibt erstmal, wie es ist. Dann habe ich zumindest das Elend nicht verschlimmert, sage ich mal. Und ich habe einen Teil Automatisierung im System geschlossen. Mit der Zeit, weil, wenn mir die Kollegen, glaube ich, zustimmen, es ist viel Zeit, das ist ein langsamer Prozess in dem Legacy-System, wird das immer, immer besser werden und immer mehr abgedeckt werden. Das wäre mein Tipp. Ich würde Achso, Entschuldigung, ich wollte noch ergänzen, das ist noch ein bisschen diese Pfadfinderregel auch, die vom Robert C. Martin, glaube ich, immer erwähnt wird und strapaziert wird, ja. Ja, und verlass den Code ein bisschen sauberer, als du ihn vorgefunden hast. Das stresse ich auch immer gerne. Bisschen anders, eher managementtechnisch würde ich sagen, wenn man dann im Team oder mit seinen Kollegen vereinbart, jeder nimmt sich irgendwo mal dediziert
ein, zwei Stunden, dass man sagt, ich block mir dafür was im Kalender. Sei es am Montagabend, am Freitagnachmittag oder irgendwo, was man sagt, hier in der Zeit versuche ich mich wirklich mal nur mit dem Thema Unit-Testing zu beschäftigen. Dass man sich diese Zeit wirklich nimmt, weil es geht im Tagesgeschäft einfach unter. Und wenn man sich da einiges sagt, wir wollen da investieren, dann muss man sich diese Zeit wirklich freihalten und sagen, hier liefere ich keine neuen Features, sondern jetzt kümmere mich darum, dass ich diese Features, die ich zuletzt geliefert habe, einfach mal absichere. Dann haben wir wieder dieses Problem, ja, was mache ich denn mit den Transporten? Die Objekte sind ja durch, die Transporte sind ja durch. Auch das kann man lösen, indem man auch sagt, komm, leg deine Testklassen separat hin, mach dir eigene globale Testklassen, leg sie auch erstmal im temporären Raum an und probier da drin aus und üb. Das Wichtigste beim Unit-Testen ist, konsequent anzufangen und dran zu bleiben. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Wenn man dann erstmal drin ist und die Balance hat, dann geht es immer besser, aber man muss am Anfang konsequent üben, wäre mein Tipp. Ja, ich denke mal, also Legacy Code, klar, das bringt besondere Herausforderungen mit sich. Ne? Aber um überhaupt in das Thema Unit-Test reinzukommen, würde ich empfehlen, mal mit ganz einfachen Sachen zu beginnen. Ne? Ich mache immer so dieses Taschenrechner-Beispiel. Du hast eine Methode, die 1 plus 2 addiert. Du erwartest, dass 3 rauskommt. So, und jetzt schreibst du da eine Methode, die erstmal nicht funktioniert. Das ist so dieses Test-First-Ansatz. Ne? Also Unit-Test läuft erstmal auf Fehler und dann baust du die Addition da ein. Und dann hast du irgendwie schon so die Sicht ein bisschen gedreht. Ne? Du hast erst einen Fehler, du siehst den auch in deiner Ergebnisanzeige, du hast den Testfall schon irgendwie definiert und wenn es hart kodiert ist, und dann hast du ein Erfolgserlebnis, weil du die Addition einbaust. Und dann funktionieren plötzlich auch Sachen wie 5 plus 7 und 10 plus 12 und so. Und das machst du halt für alle Rechenarten. Ne? Und dann, das ist so, glaube ich, der erste Schritt. Und dann gibt es natürlich viele Steps, um vielleicht dahin zu kommen, dass du das Ganze dann mit Testdatencontainern machst, oder eben auch komplexere Abläufe hinbekommst. Ja, danke sehr. Ich habe jetzt eigentlich keine weiteren Detailfragen da gefunden. Gibt es von euch noch irgendwelche Themen? Also irgendwas, was wir noch wollen? Wir können dann gerne nochmal über das Thema Einstieg und wie kommt man eigentlich zu dem Unit-Testen ein bisschen weiterreden. Ich dachte jetzt nur, dass wir noch weitere Fragen haben, weil ich finde, das ist, glaube ich, für viele in der Community die größte Hürde, mit dem Thema überhaupt anzufangen. Und wenn man dann der Erste in der Firma ist, der sagt, dieses Thema mal hochzubringen, da hat man es auch nicht unbedingt leicht. Ich möchte noch einen anderen positiven Aspekt sehen. Ich habe früher immer angefangen, Testreports einzulegen. Wie funktioniert denn das? Wie probiere ich das aus? Das mache ich heute nur noch ganz, ganz selten. Ich mache das jetzt eigentlich immer in Testklassen. Dass ich mir in Testklassen eine Testmethode anfange aufzubauen und da drin auch SAP-APIs ausprobiere, irgendwelche Funktionsbausteine und so weiter, dann hat man das dort schon mal liegen und kann dann auch aus diesem Test das Ganze in andere Sachen extrahieren und hat das aber gleich schon in einer ABAP-Klasse drin und nicht wieder in irgendwelchen Reports versenkt. Das finde ich, schafft auch noch eine Möglichkeit, sich mit diesem Unit-Test-Framework zu beschäftigen, wo es aber natürlich auch ganz viel zu lernen gibt. Frank hat das in seinem Vortrag, fand ich, auch sehr schön gezeigt, diese ganzen Möglichkeiten, die man mit dem Fail und diesen ganzen Auswertungen hat, wie man das dann wirklich für sich und im Team sinnvoll einsetzt. Ich denke, da gibt es auch kein ganzes richtig oder falsch, sondern da muss man in seiner Software mit seinen Kollegen gucken, wie wollen wir das machen, dass es für uns am besten passt. Und ich glaube, man muss die Leute so weit bringen, dass es der Testcode ist auch Code, der geschrieben und gewartet werden muss. Du musst dich da um das Ding auch kümmern. Das heißt, es ist nicht nur Einstellen von, okay, diese Parameter erwarte ich, sondern man muss auch Logik in den Test reinbringen. Also das ist auch oft was ich merke, was die Leute nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Und es gibt viele, die haben dann zwar schon Klassen, die arbeiten schon mit Klassen, aber drucken dann immer noch F8 in der SF24. Und ich meine, das hat die SAP perfekt gemacht, dass man in der SF24 die Parameter nicht speichern kann. Das heißt, aber das,
Das wollte ich gerade ergänzen, weil mit der SS37 ist quasi der erste sehr einfache Test, sagen wir mal so, wo man halt zumindest Daten speichern kann. Und wenn man das gemacht hat, und das haben glaube ich die meisten bis jetzt gemacht, da kann man auch relativ schnell daraus einfach einen Unit-Test machen. Das ist eigentlich nicht viel mehr Aufwand. Und dort habe ich dokumentiert, das ist ja auch das Entscheidende, glaube ich, dass der Unit-Test dokumentiert ist und nachvollziehbar ist. Und ich glaube, Dominik, du hast das, glaube ich, gesagt, dann kann man sich auch überlegen, was hat sich da damals gedacht bei dem Test. Also man kann da mal Rückschlüsse ziehen oder viel mehr erfahren, als wenn man einfach nur irgendwie herumtestet. So quasi testen wir mal ein bisschen. SC24, wie du gesagt hast, Tommy. Das finde ich tatsächlich einen Riesenvorteil nochmal, ne, dass du eben an deinem Coding, also an der Klasse, dann den Unit-Test direkt dran hast. Du musst ihn natürlich finden, logischerweise, ja. Aber du siehst dann sowas wie Beispielaufrufe. Wie ist denn diese Methode aufzurufen? Was hat sich der Entwickler vielleicht vor 5 Jahren dabei gedacht? Ne? Und das ist auch eine coole Sache, dass du eben diese Dokumentation hast. Und vielleicht nochmal kurz zu dem Punkt, wir sprechen jetzt über Unit-Tests. Ne? Ich habe ja auch über Entwicklertests gesprochen im Sinne von, ich bin auf einem System, ich will einen Report mal testen, ne? Also was mit Unit-Tests nicht direkt was zu tun hat. Und da kann ich halt, finde ich, mit den Testdaten-Containern, das ist ein langer Weg, ja, was Timo eben auch erwähnt hat, dass du wirklich jede Tabelle, die du in deinem Report brauchst, da aufführst und dann auch noch mit Testdaten füllst. Aber wenn du das dann mal hast, ja, dann hast du einmal eine Übersicht auch, welche Tabellen, also welche Abhängigkeiten sind in meinem Report drin, die stecken nämlich hier schön sauber aufgeführt. Und ich kann eben debuggen, ich kann mir neue Testfälle per Copy and Paste sozusagen erzeugen, abändern und kann wieder debuggen, ja, ohne dass ich transportieren muss. Und das ist, wenn man soweit ist, schon auch irgendwie eine coole Sache. Ne? Und gerade bei den Testdatencontainern kann man auch mal das Business drauf losschicken und sagen, hier, guckt euch den Testdatencontainer an, da sind 27 Varianten drin, die sind beschrieben. Welche Varianten fehlen jetzt noch? Legt die Daten an, pflegt die Daten, ich baue dann neue Unit-Tests auf. Was ich da noch wünschen würde, ich habe es vorhin vergessen zu erwähnen, man kann leider keine harte Verlinkung machen, dass man im Testdatencontainer sagen kann, in welchem Unit-Test wird der denn jetzt über einen Verwendungsnachweis verwendet. Das geht leider wieder nur über Literale, wenn man sich wieder andere Techniken bedient, aber das wäre natürlich noch richtig gut, wenn es da was geben würde, man sagen kann, hey, in welchem Unit-Test wird dieser Testdatencontainer in der Variante verwendet. Das wäre nochmal eine hilfreiche Sache. Es kommt vielleicht noch. Ne? Und ich muss ja sagen, Timo und ich haben uns ja vorher mal abgestimmt, vor glaube ich, 2 Wochen. Ne? Und da kannte ich das ja noch gar nicht mit dem Select und dass man das machen kann. Und irgendwie hat es mich dann aber auch bestätigt, weil ich gemerkt habe, aha, SAP setzt jetzt auch auf die Testdatencontainer. Dann liege ich ja gar nicht so falsch mit meinem in Anführungszeichen Konzept, das so zu machen, weil ich habe damit irgendwann vor über 10 Jahren, glaube ich, angefangen. Da war man, glaube ich, noch weit entfernt von solchen Dingen. Da war wahrscheinlich 7.31 oder so gerade das Neueste vermutlich. Vielleicht war es auch schon 47. Und also wie gesagt, das war auch so eine gewisse Bestätigung, dass SAP jetzt auch auf dieses Konstrukt quasi setzt. Ne? Und es ist auch wirklich eine angenehme Sache, wenn man mal die ersten Hürden genommen hat, kriege ich da einfach Werte rein. Ja? Was ich sonst vielleicht über das Debugging mache, ne? So Variable ändern, ich schreibe mal aus der 5, mache ich mal eine 10 oder ich gehe in die SS16, Code gleich edit und ändere auf der Datenbank irgendwas, damit mein Coding darauf reagieren kann. Ne? Also das kann man sich alles sparen mit der Technik. Was ich auch öfters höre, warum Leute keine Lust auf diese Unit-Tests haben, ist irgendwie, weil es meistens in Konnotation mit TDD irgendwie verwendet wird. Ne? Und dann sagen, ah, dann mach doch einen Test aus und dann entwickelt sich dann hinten raus, wie der Code aussieht. Das fällt vielen Leuten unglaublich schwer aus meiner Sicht. Aber ist das, was Frank sagt, aus meiner Sicht völlig ausreichend. Mach Test first, schreib einen Test hin. Das ist dein Akzeptanztest, wegen mir ganz außen. Wenn der erfüllt ist und grün ist, dann hast du schon so viel gewonnen. Du musst nicht deine Architektur mit Tests streiten unbedingt. Fang einfach von außen an und sag da, hey Fachbereich, wenn ihr das reinwerft, soll dann das rauskommen? Stimmt das? Und das ist dein Test, den du hast, um zu beweisen, dass dein Coding funktioniert. Dann hat man schon sehr viel gewonnen, ohne dass man jetzt TDD als Entwicklungsprinzip, sage ich mal, verfolgen muss. Geht auch so. Test last kann man auch machen, aber ist ein bisschen, verliert man viele Vorteile aus meiner Sicht. Besser wie no test wahrscheinlich. Everything's better. Ich sollte ja gerade sagen, ein Test ist besser als keiner. Also egal wie er macht, man ist, oder zumindest einer. Ja, aber ich glaube, wir sind eh ziemlich durch von der Zeit her schon. Wir haben uns, glaube ich, alle eine Mittagspause verdient.
Möchte mich nochmal bei allen dreien bedanken, beim Dominik, Frank und Timo für die wunderbaren Vorträge. Alle Punktlandung, alle perfekt. Und ich glaube, das Unit-Testing ist jetzt wirklich angekommen. Also ich hoffe jetzt, dass wir in Zukunft in den nächsten Tagen schon viel mehr Unit-Tests sehen werden. Bin überzeugt davon natürlich. Und für alle da draußen, ich glaube, ihr seid alle auf Social Media ziemlich aktiv, auf, glaube ich, Twitter und LinkedIn alle erreichbar, soweit ich es jetzt gesehen habe. Wir werden es auch, glaube ich, haben das verlinkt. Also einfach auch direkt kontaktieren. Ich hoffe, es ist okay für euch, aber auch einfach direkt kontaktieren, falls ihr Fragen habt, ja, zu diesem oder jenem Thema. Vielen Dank noch einmal von unserer Seite.